Kurgan, Gebietshauptstadt mit 330.000 Einwohnern, in weiten Teilen überflutet. Tausende Menschen sind evakuiert worden, oft gleich mit ihren Haustieren. Allein an einem Tag ist das Wasser des Flusses Tobol um fast 1,5 Meter gestiegen. Eine ganze Region im Kampf gegen die Flut. Die Menschen packen gemeinsam an und arbeiten koordiniert. Sie werden informiert und wissen, was passiert und was bevorsteht. Dämme gegen das Wasser. Hier bei Kurgan hat es geklappt. Vielerorts gibt es aber auch Kritik von Bürgern am Krisenmanagement der Behörden. Insgesamt stehen nach Behördenangaben mehr als 18.000 Häuser unter Wasser. Grund für die Rekordflut waren starke Schneefälle im Winter, dann eine rasche Schneeschmelze und weitere Niederschläge. Nun geht es auch um Hilfe für die, die alles verloren haben, dort, wo sich das Wasser inzwischen etwas zurückgezogen hat, wie hier im Gebiet von Orenburg. Das Wasser stieg immer weiter bis hierher. Ich habe keine Tränen mehr. Auch im benachbarten Kasachstan ist die Lage dramatisch. Hier hatte die Evakuierung bedrohter Gebiete aber früher begonnen. Nach Behördenangaben wurden hier mehr als 100.000 Menschen vor der Flut in Sicherheit gebracht.